Bei der militärischen Unterstützung der Ukraine gegen Russland zögert die Bundesregierung bisher, auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zu liefern. Das Waffensystem wird seit fast 60 Jahren durch den Rüstungskonzern Krauss-Maffei-Wegmann gebaut. Zuerst wurde das Modell Leopard 1 gefertigt. 1979 wurde das in Zusammenarbeit mit Rheinmetall gebaute Nachfolgemodell Leopard 2 in der Bundeswehr eingeführt. Der Panzer ist mehr als 60 Tonnen schwer. Die neueste Version hat eine Schussweite von bis zu 5000 Metern und wird maximal 63 Stundenkilometer schnell. Im Ukraine-Konflikt hat Deutschland bereits ältere Leopard 2-Modelle genutzt, um sogenannte Ringtausche mit osteuropäischen NATO-Partnern zu organisieren. So bekommen Tschechien und die Slowakei ausgemusterte Leopard 2-Panzer des Typs A4 aus Industriebeständen, nachdem sie der Ukraine Kampf- und Schützenpanzer sowjetischer Bauart geliefert haben.